bin Hadi Terani, Architekt und Produktdesigner. Für mich ist das gar nicht so doll trennbar zwischen Architektur und Produktdesign. Die haben unmittelbar miteinander zu tun. Und wenn wir jetzt Räume entwerfen, sag ich mal, ein Büroraum, dann dazu den passenden Stuhl entwerfen und den Tisch, dann hat das mit Architektur zu tun. Nachhaltigkeit ist eine Selbstverständlichkeit. Und das ist für uns einfach schön zu sehen, dass man insgesamt für alle eine Nachhaltigkeit ins Bewusstsein ruft. Wenn man in so einem i3 fährt, denkt man plötzlich, das kann nur die Zukunft sein. Und gerade wenn man auch schnell damit fährt, Gas gibt, eine Kraft, die irgendwo herkommt, aber nicht spürbar ist, hat eine Faszination. Und diese Faszination hat mich eingefangen, als ich mit diesem Auto gefahren bin, was ich gar nicht geglaubt hätte. Ich wache morgens mit dem Wasser auf und fahre ins Büro, gucke wieder aufs Wasser und insofern hat das mich geprägt. Ich kann jetzt gar nicht mehr ohne Wasser leben und ohne weite Blicke, Ausblicke, Perspektiven. Dieser Beruf ist so schön, dass ich den weitermachen würde, auch in einem nächsten Leben. Es ist zwar ein sehr anstrengender, ein harter, ein stressiger Beruf, aber diese Lorbeeren, dass man etwas geschöpft hat und das irgendwann sehen kann, das lässt das andere verblassen. Das ist ein schönes Gefühl.